Hallo, Axel Hornbach hier aus Köln. Das ist jetzt der erste Tag nach der Rückkehr von John Butler nach London. Wir hatten 6 sehr intensive Tage. 2 Tage davon den Transforming Therapy Hypnosis Workshop. Und die Teilnehmer waren so mit involviert, sie sind so mitgegangen. Am ersten Tag haben wir fast 10 Stunden gemacht und die Aufmerksamkeit war auch am Ende noch richtig da. Also es war ein ganz toller Kurs. John und ich haben einiges geplant. Wir haben viele Interviews aufgenommen, 10 Stück, 3 davon alleine darüber, was macht denn jetzt genau die Transforming Therapy anders als andere Formen. Und diese Videos, die werde ich jetzt in den nächsten Wochen schneiden, herausgeben. Außerdem wird es im August 2 weitere Workshops geben. Der eine ist Transforming Quit, der andere ist Transforming Wait. Worum es geht, ist, wie beendet man etwas und beginnt etwas Neues. Das andere, wie transformiert man, hilft man seinen Klienten, das Essverhalten oder das Gewicht so zu transformieren, dass man sein Wunschgewicht bekommt. Ganz wichtig bei diesem Kurs wird sein, wie holt man aus den Informationen, die der Klient einem während der Sitzung gibt, während des Gespräches, während bereits der analytischen Arbeit, wie holt man das raus an Informationen, was man dann dem Klienten weitergibt an Programming Suggestions. So, da gibt es noch ein paar Plätze. Wir werden auch wieder Rabatte anbieten, wer beide Kurse nimmt. So, jetzt bin ich gerade dabei. Ich bin etwas im Grün unterwegs und bewege mich etwas, was in den letzten 6 Tagen etwas kurz gekommen ist. Das war auch immer wieder etwas bei, was John Butler erwähnt hat. Eines der wichtigsten Sachen, die man machen kann, um wirklich fit zu bleiben, Bewegung. Bewegung, weil das die Hirnareale stimuliert, die Motokortices, und die sind ganz besonders wichtig, damit der Kopf wirklich die Denkleistung bringen kann, die wir brauchen, um unseren Klienten so weiterzuhelfen, dass sie auch tatsächlich ihre Ziel erreichen. Und natürlich mit unseren Suggestionen, die wir ihnen geben. Und dazu gibt es dann mehr im August. Und in den nächsten Wochen kommen die Interviews, die wir geschnitten haben, die wir gemacht haben. So verbleibe ich jetzt erstmal mit einem schönen verlängerten Wochenende, wer von euch das macht. Ich habe noch einige Klienten. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin erstmal schönen Tag. Schönes Wochenende, bis bald.